Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Kuh mit Watercolor zeichnen kannst. Für die Kuh benötigst du folgende Materialien. Zum einen benötigen wir Aquarellpapier. Ich habe hier Cold Pressed Aquarellpapier von Hahnemühle Harmony verwendet. Dann brauchen wir natürlich noch Pinsel. Ich habe zwei Synthetikpinsel benutzt, einmal ein Pinsel der Größe 5 für die gröberen Elemente wie Körper und Kopf und auch die Beine. Und dann habe ich noch einen kleineren Pinsel der Größe 2 verwendet. Dieser ist für die Details wie die Hufe und das Gesicht. Falls du unsicher bist und noch nicht so viel Erfahrung hast, kannst du für das Gesicht und für die detaillierten Strukturen auch einen Feinliner benutzen. Ich habe hier einen wasserfesten Feinliner mit einer sehr dünnen Spitze verwendet. Natürlich brauchen wir auch noch Aquarellfarben. Für den Körper der Kuh habe ich ein helles Beige verwendet. Für die Flecken ein dunkles Braun, was ich aus Rotbraun und sehr dunklem Braun zusammengemischt habe. Für den Euter der Kuh habe ich ein Hautfarben verwendet. Die Blumen habe ich natürlich mit Grün für die Blätter und Rot- und Blautönen für die Blüten gestaltet. Als erstes fangen wir damit an, den Kopf der Kuh zu zeichnen. Das ist im Wesentlichen ein großes Oval, wie halt ein Kopf nun mal aussieht. Ich mische mir das helle Beige an, was ich ja als Grundfarbe für den Körper verwendet habe. Und dann zeichne ich einfach den Kopf auf das Aquarellpapier. Ich achte darauf, dass solange der Kopf noch feucht ist, ich die Ohren anzeichne, denn so vermeide ich Trocknungsränder. Die rosa Schnauze der Kuh sollte auch hinzugefügt werden, solange der Kopf noch feucht ist, denn so entsteht ein schöner Verlauf der Aquarellfarben. Vorsichtig vertupfe ich das Rosa noch mit dem Pinsel, damit ich wirklich sicherstelle, dass ich einen sanften Übergang zwischen der Grundfarbe der Kuh und der rosanen Schnauze habe. Bevor ich die Flecken male, stelle ich sicher, dass der Kopf der Kuh gut getrocknet ist. Spiegelt es nicht, dann sollte der Kopf trocken sein. Aber wenn es noch ein bisschen feucht ist, dann macht das auch nichts, weil so entsteht ein schöner Farbverlauf. Die rechte Gesichtshälfte der Kuh versehe ich mit einem großen Fleck. Wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, verläuft der untere Teil des dunklen Brauns und vermischt sich ein bisschen mit der hellen Grundfarbe der Kuh. Aber das macht überhaupt nichts, denn so entsteht ein wirklich schöner Farbverlauf. Jetzt solltet ihr den Kopf der Kuh erstmal gut trocknen lassen. Ist er trocken, könnt ihr den Körper malen. Der Körper ist ebenfalls ein langes Oval. Ich achte darauf, dass ich den Körper zügig mit der hellen Grundfarbe der Kuh ausmale, denn so vermeide ich Trocknungsränder.
Ihr könnt dabei auch ruhig mehr Wasser verwenden. Nachträglich kann man es ja noch ein bisschen abdunkeln. Nun füge ich als erstes Bein das Hinterbein an, was so ein bisschen schräg nach vorne ragt. Dafür einfach das Bein vorsichtig nach unten zeichnen und dann langsam ausmalen. Machen wir damit weiter, indem wir die beiden Vorderbeine der Kuh hinzumalen. Diese sind eigentlich genauso wie das Hinterbein, nur dass sie eben nicht schräg nach vorne gezeichnet werden, sondern parallel nebeneinander stehen. Auch hier achte ich darauf, dass ich die Beine relativ zügig ausmale und versuche auch einen guten Übergang zum Körper zu schaffen. So vermeide ich eben einen Trocknungsrand. Sobald der Körper der Kuh halbwegs getrocknet ist, kann ich schon ein paar Flecken malen. In diesem Fall waren die Beine zuerst getrocknet, deswegen fange ich einfach mal damit an, an dem Vorderbein ein paar Flecken hinzuzumalen. Dafür nehme ich das dunkle Braun und gestalte die Flecken so, wie es mir gefällt. Wie ihr sehen könnt, ist der Oberkörper der Kuh noch nicht ganz getrocknet. Deswegen entsteht in diesem Fall ein schöner, fließender Übergang. Wie ihr sehen könnt, hat die Kuh im Moment nur drei Beine. Deswegen malen wir ihr natürlich noch ein viertes Bein hin.
Das ist so ein bisschen versetzt und soll auch in einem leicht anderen Farbton gezeichnet werden, damit das Bild ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Solange das hintere Bein noch nicht getrocknet ist, denn vorher können wir keine Flecken drauf malen, male ich noch die Ohren der Kuh aus. Dafür nutze ich das gleiche dunkle Braun, was ich für die Flecken benutzt habe. Ihr könnt natürlich auch ein Beige nehmen oder auch ein Schwarz, je nachdem, wie dunkel ihr das Innere der Ohren haben wollt. Nun fehlt natürlich noch der Schwanz der Kuh. Den mache ich ebenfalls in diesem dunkleren Braun, was ich für die Flecken benutzt habe. Die Hörner der Kuh male ich einem ganz, ganz hellen Schwarz, also ein Schwarz, was ich sehr stark mit Wasser verdünnt habe, denn so bekomme ich ein Grau. Als nächstes male ich den Euter der Kuh. Dafür nehme ich das Hautfarben und der Euter ist ja nichts anderes als ein Halbkreis, der am unteren Bauch der Kuh hinzugemalt ist. Inzwischen ist das hintere Bein der Kuh auch gut getrocknet und jetzt kann ich noch einen Fleck darauf malen. Jetzt fehlt der Kuh natürlich noch ihr Blumenschmuck. Als erstes fange ich an mit den Blüten. Die Blüten male ich in Rot und die sind wirklich ganz einfach, also ganz einfache Blüten mit 5 Blütenblättern. Dabei achte ich darauf, dass ich das Rot in unterschiedlichen Nuancen verwende.
Also ich vermische es ein bisschen mehr mit Wasser oder nehme mal ein bisschen mehr Pigment hinzu, so dass ich eine schöne Variation des Rottons bekomme. Ein paar kleine blauen Blüten tupfe ich noch dazwischen. Die Blüten werden noch um ein paar Blätter ergänzt. Auch dafür nehme ich verschiedene Grüntöne und versuche so möglichst viel Variation in diesen kleinen Blütenkranz zu bekommen. Jetzt ist unsere Kuh eigentlich schon fast fertig. Wie ihr seht, hat sie einen ziemlich schönen Blumenkranz bekommen. Was jetzt noch fehlt, sind Details wie das Gesicht und die Hufe. Dafür nehme ich den kleineren Pinsel der Größe Nummer 2 und werde als erstes die Hufe hinzumalen. Dafür könnt ihr einfach schwarz benutzen. Achtet darauf, dass euer Pinsel nicht zu nass ist und er wirklich gut mit schwarzer Farbe bedeckt ist. Jetzt fehlt natürlich noch das Gesicht der Kuh und damit das Wichtigste dieser Illustration. Ich zeichne das Gesicht vorsichtig mit Bleistift vor, einfach damit ich ein bisschen mehr Sicherheit habe und schon vorher weiß, ob das Gesicht auch gut aussieht. Wenn du noch ein bisschen unsicher bist, kannst du das Gesicht dann nachträglich mit einem Feinliner nachmalen. Ich nutze aber lieber den Aquarellpinsel, also den dünnen Aquarellpinsel der Größe Nummer 2, einfach damit der ganze Aquarellcharakter des Bildes erhalten bleibt. Aber dennoch empfehle ich Anfängern, dass sie lieber einen Feinliner benutzen, da das doch wirklich deutlich einfacher ist als der Aquarellpinsel. So, und nun ist unsere kleine Aquarellillustration auch schon fertig. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Und wirst noch ganz viele süße kleine Kühe aufs Papier zaubern.